Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Sportsfreunde auf Maverick TV. Mein Name ist Maverick Berlin. Ja? Und heute ist mein letzter 13. Geburtstag. Bedeutet, ich habe das letzte Mal eine 3 vorne. Ja? Und langsam beginnt die Midlife-Crisis. Aber deswegen drehe ich ja auch nicht das Video. Ich zeige euch erstmal meinen schönen Geburtstagskuchen, Käsekuchen. Das ist das Liebste, natürlich, was ich am liebsten liebe, Käsekuchen. Am besten noch von Mama gemacht, ne? Und mein Geburtstagsgeschenk kommt ja, ne? Schon. Das ist mein Geburtstagsgeschenk. Das ist das liebste und schönste Geburtstagsgeschenk der Welt, ne? Heute wird unsere Hertha unterstützt im Abstiegskampf, ne? Mit einem Punkt sind wir zufrieden, aber ich hoffe, die machen es spannend. Die können auch heute ruhig zu meinem Geburtstag können die nicht verlieren. Das wäre dann schon eine Schande. Aber ein Punkt und das holen wir. Am besten Hertha schafft den Verbleib oder die Relegation am letzten Spieltag. Dann ist ein bisschen Spannung wenigstens drin und jeder zerreißt sich das Piep, ne? So wie das immer bei mir der Fall ist. Aber was ich euch heute erzählen möchte, ist eine sehr, sehr krasse Geschichte, weil ich zeige euch heute mein Geburtstagsgeschenk. Ne? Und zwar, was ich von einem Fan erhalten habe. Das erste Mal habe ich ein Geburtstagsgeschenk von einem Hardcore Maverick Anhänger erhalten. Ja? Und das ist wirklich eine krasse Geschichte, die mal wieder zu mir passt. Ne? Ich liege im Bett, bin heute nach 11 aufgestanden, weil ich denke, Geburtstag muss ich ausschlafen. Ne? Man weiß ja nicht, wie lange der Geburtstag dauern wird. Ne? Und schön ausgeschlafen und dann bekomme ich einen Anruf. Ne? Ich telefoniere ja mit Hardcore-Fans, ne? Die schon Jahre dabei sind und die mich schon immer unterstützt haben. Von Tag 1 über die ganzen Videos, über die schweren Zeiten, über gute Zeiten, die immer dabei waren. Und dann ruft mich, ich sage immer Amadeus, Spitzname, Adash, ne? mein Hardcore-Maverick-Army-Member-Anhänger, ne? An und sagt so, hey Bro, ne? Alles Gute. Ich sage vielen Dank, ich telefoniere ja ab und zu mal hier und da mit meinen Fans. Und Adash ist mir auch bekannt, ne? Haben ja schon öfters telefoniert. Und dann sagt er zu mir so, ey Bro, ich habe aber nicht nur die Glückwünsche für dich, ne? Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Ich sage, okay, ne, Bro, alles gut. Er sagt, fahr dazu zum Alexanderplatz Saturn, ne? Und hier hast du eine Bestellnummer, gib die da ab, da ist schon alles geregelt, du musst das nur abholen. Ne? Dann denke ich mir so, Bro, muss doch nicht sein. Ne? Ich meine, alles gut so, ne? Aber dann denke ich mir, okay, Geschenk kann man ja nicht absagen. Ne? Ist ja Geburtstagsgeschenk, dann ist Geburtstagsgeschenk so. Ne? Denke ich mir so, okay, habe ich mich auf den Weg gemacht, bin zum Alexanderplatz, Freunde, ne? Und gib da die Bestellnummer ab, die sagen, ja, hier können Sie durch, ne? Ohne Corona-Test. Gebt das da ab, ne? Sag so, ja, hier, ich soll Ihnen das hier abgeben. Ich habe heute Geburtstag und Kollege hat hier gesagt, ich soll hier mein Geburtstagsgeschenk abholen. Da kommt die Frau, ne? Und ich denke so, ich dachte ja, was Kleines, so, vielleicht so Kopfhörer oder irgendwas, was ich für Maverick TV vielleicht gebrauchen könnte, ne? Und dann denke ich mir so, kann doch nicht wahr sein, ne? Kann doch nicht wahr sein, ne? Kann doch nicht wahr sein, dass ein Zuschauer, ein Anhänger, ein Fan mir so ein Geschenk macht. Ne? Und ich zeige euch jetzt mal kurzerhand. Ne? Schaut euch mein Geburtstagsgeschenk von meinem Amadeus Maverick TV Member Anhänger an. Ne? Da schenkt er mir einfach mal einen Mac. Freunde, schaut euch das mal an. Ist das nicht krass? Ist das nicht krass, Freunde? Das ist ja wohl unfassbar krass und ich kann es eigentlich nicht annehmen. Aber er hat mich schon angerufen und sagt, Bro, du musst behalten. Ist Ehrensache. Wir hatten so viel Freude zu Hause mit deinen Videos. Ist das Wenigste, was ich dir zumindest so schenken kann. Ne? Und dann denke ich mir so, Kollege, reiß da ab. Ne? Also es gibt so viele YouTuber, die da irgendwas erzählen, ne? Und irgendwelche machen, ne? Irgendwelche Sachen machen und so, ne? Irgendwelche Sachen lügen, hier, da, irgendwas, ne? Ausdenken. Und Real Talk Story, ich würde ja sowas nicht drehen. Würde ich mir selber kaufen, würde ich euch... Ich habe sogar Rechnungsbestätigung jetzt bekommen auf E-Mail.
ne, wo nicht auf meinen Namen ist, so, ne, wo einfach alles von ihm steht, ich will die Daten jetzt hier nicht preisgeben, ne, kann vielleicht Instagram irgendwie so Screens machen, heute folgt mir auf Instagram, folgt mir auf Planet Maverick, das wird nach der EM mein neuer Kanal, wo ich ganz Deutschland in meine Tasche reinpacke, ne, wo wieder All Eyes on Maverick sein werden. Und das ist natürlich krasser Start, ne, für Planet Maverick, ne? Das ist ja wirklich unfassbar. Unfassbar, ne? Amadeus, Adash B, mein Freund, ich danke dir für die Unterstützung, ne? Und das wird jetzt sehr, sehr krass. Ich lade dich dafür auch, das Mindeste, was ich tun kann, ich lade dich nach Berlin ein. Du kommst mich in Berlin besuchen und wir werden einen ganzen Tag, kannst du Vlog drehen, auch für deinen Kanal und für deine Seiten, wie du einen ganzen Tag mit mir abchillst, abhängst, gehen wir essen, zeige ich dir Berlin, machen wir richtig einen drauf, ich zeige dir krasse Drehorte, wo wir angefangen haben, wo gewisse Videos gedreht wurden, fahren wir überall hin. Und diesen Tag kriegst du von mir, von meinem Geburtstag jetzt schon für deinen Geburtstag, als Zurückgeschenk, das Wenigste, was ich machen kann, denn welcher YouTube-Typ, welcher YouTuber, ja, welcher YouTuber bekommt einfach vom Fans so ein Geschenk? Welcher? Nur Maverick Berlin, Dicker. Maverick Army, die beste Army der Welt, Dicker. Vielen Dank, Bro. Ich gehe jetzt mit meinen Käsekuchen und mit meinem Sohn feiern. Dann gucken wir härter. Und Freunde, ich danke allen, die mir jetzt schon gratulieren. Ne? Falls ihr mir gratulieren möchtet, ne? Ist ja euch überlassen. Und ich wünsche euch und euren Familien alles Gute der Welt. Ich genieße heute meinen Tag. Und Champions League Prognose kommt ein bisschen später dann. Ne? Weil ist einfach, heute ist ein bisschen, ja, heute ist einfach mein Geburtstag und ja, da überwiegt der Tag mit meinem Sohn, ne? Gucken wir heute Hertha, ha, ho, hey, Hertha BSC. Und deswegen müsst ihr euch da ein bisschen gedulden und dann macht Papa auch die Prognose fertig für die Champions League. Gibst du mir einen Kuss zum Geburtstag? Nein, Männer geben sich keine Küsse, Jungs, nicht wahr? Wir geben uns richtig so die Hand, ne? Natürlich gibt Papa immer Kuss, ne? Süß, guck mal. Ich hab den süßesten kleinen Mann hier, ne? Jetzt willst du schon wieder runter, ne? Ist aber kein richtiger Apfel. Nicht reinbeißen. Papa gibt gleich Apfel, weil du beißt in diesen Apfel rein, ne? In diesem Sinne, Freunde. Peace out da und ratatatata macht die Geburtstagsmaschine. Yeah!